Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball. Heute am Montagabend in einer Eventscheune bei Marburg haben wir einen Vortrag gehalten. Martin, vielleicht mal gerade das Foto zeigen mit dem Veranstalter. Alle waren glücklich und jetzt gibt es hier offensichtlich nachher halbe Hähnchen. Und natürlich habe ich auch hier wieder gefragt, wer ist Bayern-Fan? Und die absolute Mehrheit war rot-weiß. Harte Zeiten, Martin, ich weiß. Und immer wieder blöde Gags. Ne? Also, jetzt zeigen wir mal den Tagesschau-Gag. Den finde ich aber ganz lustig. Komm. Also, so wurde in der Tagesschau vermeldet, dass der VfL Bochum 3:2 gewonnen hat gegen Bayern München. Es tut mir jetzt echt leid. Es ist jetzt nicht Zeit. Oh Mann. So, aber jetzt. War doch lustig. Komm. Ja, die Bayern müssen was ertragen. Und wir haben blitzschnell eine Umfrage gemacht. Pro oder contra Tuchel. Weit über 1000 Leute haben an der Abstimmung teilgenommen. Ich war überrascht, dass... Ihr seht ja das Ergebnis, weit über 50% dann immer noch gesagt haben, ja, der Thomas, das ist doch der richtige Mann für uns. Oh je, hier wird, glaube ich, Alkohol getrunken gleich. Katastrophe. Und ich mittendrin. Also, ihr habt es gesehen, immer noch eine große Mehrheit. Bin gespannt, wie das dann in der Woche weitergeht. Es sieht tatsächlich so aus, als ob er es zunächst noch mal weitermachen darf. Aber wehe, es geht dann schief am Wochenende. Aber das hatte ich ja vor diesem Wochenende schon gesagt und nichts ist eingetreten. Heute am Montagabend hart, aber fair. Und zwar geht es um die Fanproteste. Kann ich leider nicht sehen, werde ich mir aber in der Mediathek morgen oder übermorgen angucken. Immer interessant, was da so zustande kommt. Und Martin Kind ist auch Gast da und der wird dann Position beziehen müssen, vermute ich mal, wie er abgestimmt hat. Ob er dann da sagt, was er gemacht hat, halte ich für zweifelhaft. Aber es bleibt in der Diskussion alles und ich habe es gesagt, die nächste Demonstrationsform wird seit 1000 weiße Mäuse einfach laufen lassen und dann wird das Spiel definitiv abgebrochen und weltweit darüber berichtet. So, es gibt hier Brezen. Also, sieht alles gut aus. Gesunde Kost, Hausmannskost. Mett, ja, befürchte ich, nehme zu heute Abend. Also das war der kleine Eindruck hier aus Marburg in Hessen und wir sehen und hören uns morgen wieder dann wieder etwas, darf ich das so sagen, etwas seriöser mit Herz, Seele, Ball. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.